Ja, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr wisst, mache ich gern Ankündigungen auch für Events. Und ein ganz wichtiges Event ist vom 28.10. bis 30.10. das E4-Festival am Hockenheimring. Wie ihr seht, sind zum Beispiel auch Vereine wie, ja, hier war es damals der EVRN auf den alten Bildern, die ich hier noch zur Verfügung hatte. Oder auch zum Beispiel Next Move, die stehen zwar nicht auf der Ausstellerliste, aber es wird trotzdem auch ein Abo-Anbieter wie FinnAuto vertreten sein und natürlich sehr viele Autohersteller. Von Genesis über Jaguar Land Rover, Mitsubishi Motors, aber auch Autohausgruppen mit Volkswagen, Audi, Skoda, BMW, Mini. Polestar wird da sein, Kia wird da sein, also da ist schon einiges geboten und ihr seht es gerade hier in der Mitte, hier sind Fahrräder auch mal zu testen und auszuprobieren. Ihr könnt Zweirad-Motorräder, ganz toll natürlich, da freue ich mich drauf, das E-Rocket zum Beispiel, ja, auch das könnt ihr testen und ihr könnt natürlich euch auch informieren hier, zum Beispiel, wie das ist, wenn ihr zu Hause laden möchtet. Also ihr seht, überall sind verschiedene Aussteller auf dem Gelände und so wird es dann auch dieses Jahr wieder sein. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, ihr könnt euch auch an verschiedenen Ständen im Freigelände dann verköstigen, wenn es mal ab und zu Hunger gibt. Und warum Testival? Natürlich klar, denn ihr könnt testen, 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 testen. Das heißt, alle Zweiräder oder auch die vierrädrigen Fahrzeuge, wie ihr hier seht, werden euch dann mit einem mitfahrenden Begleiter dann die Möglichkeit bieten, über die Rennstrecke mal eine Runde zu fahren. Es wird natürlich auch ein Rennevent, das ja, E-Competition-Event wird es dann auch nochmal geben. Hier werden dann auch, wird so im Prinzip so ein 24-Stunden-Rennen dann gemacht. Aber für euch als Besucher, so wie mich, ich werde am 30. ja, 10. dann als privater Besucher dort sein. Vielleicht geht ja der eine oder andere auch noch mit. Ich bin ja mal ganz gespannt auf die Rückmeldung von eurer Seite. Ja, und dann werden wir uns natürlich in den Boxen anstellen und auch versuchen, mal mit verschiedenen Fahrzeugen eine Runde zu drehen. Und ich freue mich da auf jeden Fall schon mal sehr drauf. Also, wenn ihr da Lust habt, hier seht ihr noch ein paar Bilder, ein paar Impressionen. Meldet euch an. Unter dem Video findet ihr nochmal die Anmeldeseite. Und ja, nutzt das Ganze, um einfach mal euch umzuinformieren, um auszuprobieren oder auch zum Beispiel Kontakt zu knüpfen. Ich denke, es macht auf jeden Fall viel, viel Spaß, das E4-Festival 2022.